Und natürlich mache ich mir auch die Fingernägel. Ich meine, ich bin eine Frau. Ich mache das ja in meinem Nagelstudio. Da fragen auch immer mega viele, ja, musst du dann den vollen Preis bezahlen? Und natürlich nicht. Also ich zahle tatsächlich die Hälfte. Ich meine, es sind ja auch nur die Hälfte an Finger da. Hallo, mein Name ist Jasmin. Ein paar von euch kennen mich ja schon aus der letzten Doku oder über Instagram. Und ihr habt euch gefragt, wie es bei mir weitergegangen ist. Und deshalb gibt es hier jetzt eine kleine Fortsetzung meiner Geschichte. Jasmin Seber hat eine seltene Genanomalie. Bei ihr wuchert Gewebe unkontrolliert. Früher waren nur einzelne Finger betroffen. Sie wurden 2017 amputiert. Doch inzwischen wachsen überall in ihrem Körper gutartige Tumore. Also es ist einfach nur sozusagen Gewächse. Ja? Die sind auch eigentlich ganz ungefährlich. Eigentlich machen die auch nichts. Außer sie wachsen an ungünstigen Stellen, wie bei mir leider. Oder halt durch ihre Größe, durch das Volumen, dass sie dann wichtige Organe eindrücken oder wegdrücken. Und ja, dadurch, dass jetzt zum Beispiel mein Lymphangiom in der Luftröhre gewachsen ist, ist es dadurch lebensbedrohlich. Den Druck spüre ich permanent, ja, also diese Atemnot, diese Enge, ja. Wenn ich aber in einem Ruhezustand bin, dann geht's. Sobald ich aber dann wenige Treppen laufe oder irgendwas mache, ja, da merke ich dann schon, wie es zugeht. Wir haben Jasmin schon 2019 gefilmt. Damals kämpfte sie um ein neues Medikament, das die Tumore in ihrem Körper beseitigen sollte. Die Krankenkasse wollte die teure Antikörpertherapie zunächst nicht bezahlen. Aber Jasmin gewinnt den Kampf. Achtung, haltet euch fest. Ich bekomme das Medikament. Ich breche ab. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich bin fix und fertig. Ich freue mich so sehr. Aus dem Nichts jetzt einfach. Ich hatte schon aufgegeben. Diese Therapie war ihre größte Hoffnung. Denn alle anderen Behandlungsversuche waren gescheitert. Doch ihr Körper reagierte aggressiv auf den Wirkstoff. Haarausfall, Diabetes, Hautausschläge. Ich hatte wirklich am ganzen Körper diesen Ausschlag. An jeder Ritze, die nur irgendwie in meinem Körper ist, in der beugenden Knie. Beugen überall waren offene Wunden, ja, hier am Hals, überall. Dieses Ganzkörperekzem, es war einfach zu heftig, sodass die Ärzte gesagt haben, wir brechen das jetzt hier ab. Zudem wirkte die Therapie nicht. Der Tumor im Hals hatte sich nicht verändert. Auch deshalb wird das Medikament abgesetzt. Ein herber Rückschlag. Dann dieses halbe Jahr voller Nebenwirkungen, um dann festzustellen, dass man einfach verloren hat, dass man jetzt einfach aufhören muss. Und das war schon heftig. In dem Moment habe ich mich so ein bisschen als Verlierer gefühlt. Also, dass der Tumor sozusagen schon wieder gewonnen hat. Seit einigen Jahren teilt Jasmin ihre Hochs und Tiefs über Social Media. Jeder Post wird sorgfältig vorbereitet. Ja, jetzt bin ich wieder selbstkritisch, weil das passt mir jetzt wieder, wie es aussieht. Aber Über 10.000 Follower hat ihr Instagram-Kanal inzwischen. Sie stärken mich, sie drücken mir immer die Daumen, wenn anstrengende Termine sind im Tumorzentrum oder irgendwo. Das gibt einem schon Kraft. Und man fühlt sich nicht alleine. Auch wenn ich mal ein paar Tage nichts von mir hören lasse, wird dann wirklich direkt geschrieben, so, du, ist alles okay bei dir und wie geht's dir? Und es ist halt wirklich, dann spürt man, die Leute fiebern mit, ja. Und das ist halt auch manchmal ein bisschen unangenehm, wenn alle sagen, boah, du bist so stark und Mensch, wie schaffst du das alles? Dann denke ich mir nur, ja,
Du müsstest mich manchmal nachts auf meinem Badezimmerboden heulen sehen. Ich bin nicht immer einfach stark und denk so, Kampfansage gegen den Tumor. Ich bin auch mega oft verzweifelt und fix und fertig, ja. Aber ich pack's halt einfach, mich da wieder rauszuholen. Ich habe mir das jetzt einfach so angewöhnt, dass ich jeden Morgen mir einfach mein eigenes inneres Radio einschalte. Ja? Ich singe einfach irgendein Lied innerlich. Ich lasse das gar nicht zu, ich denke da gar nicht drüber nach. Was steht jetzt wieder an? Warum musst du jetzt wieder Bauchweh haben? Sondern ich gebe einfach dem Tag die Chance, gut zu werden. Meine Hobbys geben mir auch Kraft, ja. Mein Disney-Zimmer, meine Perlen, die ich da immer mache, meine Hunde, Familie. Aber es gibt auch wirklich Tage, da will ich auch gar nichts sehen und nichts hören. Da will ich wirklich in meinem Zimmer sitzen und einfach irgendwelche Perlentiere oder irgendwelche Blumen aus Perlen machen und einfach für mich sein. Und das gibt mir dann auch Kraft. In den ganzen Disney-Filmen, es gibt ja eigentlich immer ein Happy End, ja. Wenn zum Beispiel so irgendeine doofe Situation entsteht, dann singen sie erstmal. Und dann ist es auch direkt leichter. Ja, müsste man eigentlich mal ins reale Leben übernehmen. So, ach, ich muss jetzt ins Tumorzentrum. Ach, ich singe jetzt erstmal vorher ein schönes Lied vorm Zentrum. Aber so machen die das halt immer, ne? Und das, ich weiß nicht, es gibt mir irgendwie richtig Kraft. Und ich mag es halt auch einfach, ne? Die sind halt alle so, ja, so schön hübsch und süß. Und einfach, man kann abtauchen. Es ist eine Welt, in die man abtauchen kann. Ein Jahr ist seit dem Absetzen des Medikaments vergangen. Nur sehr langsam erholt sich Jasmin von den Nebenwirkungen. Mit ihrem Mann Dennis genießt sie die guten Tage. Doch der Tumor ist eine tickende Zeitbombe. Entzündet er sich, droht sie zu ersticken. Dann kann sie nur ein dauerhafter Luftröhrenschnitt retten. Der würde sie im Alltag stark einschränken. Man bekommt hier einen kleinen Schnitt. Und es wird einfach ein Teil in die Luftröhre gesetzt und man atmet halt einfach darüber, ja. Ich bin jetzt kein Profi, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber man ja, atmet halt durch dieses Loch dann, was dort, durch diese Kanüle, die dann dort ist. Ich habe Angst davor, das ist halt einfach ein Rieseneinschnitt, ja. Und man muss es ja dann auch immer wieder absaugen und wechseln und es kann sich leicht entzünden und da hängt ja so viel hinten dran. Jasmin will nicht so schnell aufgeben. Über Instagram verbreitet sie ein Video, sucht nach einem Ausweg. Nun wurde mir gesagt, mir bliebe nur noch die Option abzuwarten. Und wenn die Luftröhre zugeht, mir nur noch der Luftröhrenschnitt bleibt. Und genau das möchte ich nicht. Ich möchte nicht einfach hier sitzen und nichts tun und abwarten, bis es wieder eskaliert. Aus diesem Grund erstelle ich dieses Video in der Hoffnung, dass es vielleicht der passende Mediziner sieht. Vielleicht gibt es noch einen anderen Behandlungsansatz. Und ob das klappt ohne Sauerei hier wieder? Ja. Lass es dir schmecken. Ja, ich war doch jetzt. Okay. Und schau, was jetzt. Eine Kämpferin ist es. Ja. Kämpferin und wirklich eigentlich ein Stehaufmensch, ja. Sie lässt sich nicht so schnell runterkriegen von irgendwelchen Sachen. Wenn ich überlege, was wir jetzt schon alles mitgemacht haben oder generell, was sie ja schon mitgemacht hat, so auch schon allein von den Operationen und so. Also von daher wirklich Stehaufmensch, immer weitermachen. So was bitte. Es ist halt eben schon schwer, ja. Da kommt halt eben dann auf und hoch, dann halt eben wieder ein ganz langes Tief, ja. Aber bisher haben wir sie alle ganz gut gemeistert. Wieder mal geht es irgendwie weiter. Auf Jasmins Hilferuf meldet sich ein Arzt. Er schlägt vor, den Tumor mit einem Laser zu behandeln. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Das war natürlich der Strohhalm schlechthin, ja. Den habe ich gepackt und habe das dann auch machen lassen. Und
da war es ja dann wirklich so, dass er weg war, ja. Er war wirklich weg. Die Wand innen war komplett glatt an der Luftröhre und bin tatsächlich mit dem Joko, mit meinem Hund, im Feld gerannt und hab wirklich, Wahnsinn, ja. Ja, meine Babys, jetzt gibt's was, gell? Jetzt gibt's was Leckeres. 9 Tage nach der OP war ja dann die Nachkontrolle und da war er einfach wieder komplett da und sogar noch mal einen Ticken größer wie vorher. Und das hat mich dann fertig gemacht. Ich hatte einfach das Gefühl, es war alles umsonst. Da bin ich wirklich dann auch mal in ein Loch gefallen. Da war ich wirklich, ich hatte einfach keinen Bock mehr, ja. Jetzt nicht keinen Bock zu leben, sondern einfach keinen Bock auf das Ganze, dass ich einfach alles um den Tumor dreht, ja. Ich war einfach froh, dass er weg war. Schon wieder ist eine Behandlung des Tumors gescheitert. Jasmin dreht sich im Kreis. Dass man mir die Krankheit nicht ansieht, finde ich mega wichtig für mich. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es ist halt einfach, ich finde es halt einfach mega wichtig, auch so ein bisschen für mein Selbstbewusstsein. Und wenn ich es schaffe, mich optisch wenigstens frisch zu machen, gesund zu machen, dann strahlt es auch von innen nach außen. Natürlich weiß ich im tiefsten Innern, natürlich bin ich nicht gesund, ja. Aber dennoch kann ich so aussehen. Das Privileg habe ich, Gott sei Dank. Ja. Die Laserbehandlung hat weitere Folgen. Plötzlich bekommt sie heftige Kopfschmerzen. Auf einmal ging der Druck so heftig in den Kopf. Ich dachte, mir fliegt gleich der Deckel weg. Das war richtig unangenehm. Und dann habe ich gesagt, boah, Dennis, guck mal bitte noch mal. Ne? War ungefähr 2 Stunden später, lege ich den Kopf nach hinten, macht er, jetzt sehe ich was. Und da hatte sich dann innerhalb von dieser kurzen Zeit das Ding rausgedrückt. Ja? Ich habe es lustigerweise so genannt, dass es sich so angefühlt hat, als ob mal ein anderer Tumor, der schon länger da ist, als ob der in Welpen bekommen hat. Und so hat sich das auch angefühlt, als ob der irgendwie Wehen hatte und das sich jetzt rausdrückt. Das war vom Gefühl extrem, ja, und jetzt sind sie halt zu zweit, die beiden. Der neue Tumor ist nur 4 mm neben der Halsschlagader. Deshalb hat Jasmin jetzt ständig Druckkopfschmerzen. Okay? Perfekt. In den Momenten, in denen die Schmerzen extrem sind, bleibt mir nichts anderes, als mich hinzulegen. Mich hinzulegen, mich irgendwie ruhig zu halten und zu hoffen, dass da nichts passiert, dass nichts platzt, nichts abgedrückt wird, weil ich habe keine Anlaufstelle. Aber das ist halt wirklich wieder das Thema seltene Erkrankung. Keiner fühlt sich irgendwie groß verantwortlich. Die Ärzte im Tumorzentrum wollen sich erst noch beraten, wie es weitergeht. Wieder einmal ist Jasmin zum Warten verdammt. Trotzdem plant sie schon in die Zukunft. Also ich habe vor, einen kleinen Welpen zu adoptieren. Und mache das aber ganz stark davon abhängig, wie es jetzt bei mir weitergeht. Weil das würde mir mega leid tun, wenn der Welpe dann einzieht und ich dann auf einmal operiert werde und einfach nicht da bin. Und dann geht alles ganz schnell. Der neue Tumor soll herausgeschnitten werden. Und zwar schon am nächsten Tag. Ich hoffe einfach, dass alles gut geht und ich hoffe, dass er komplett entfernt werden kann. Und aber eigentlich ist ja bisher immer alles gut gegangen, weil ich sitze ja noch hier. Hallo. Ja, ich habe die OP sehr gut überstanden. Der neue Tumor konnte komplett entfernt werden. Jetzt sind es noch ein paar Tage, wo es natürlich ein bisschen weh tut. Aber das geht auch vorbei. Und ich bin einfach happy, dass er weg ist. Und jetzt geht's vorwärts, ganz bestimmt. Inzwischen lebt auch der Welpe Pieper bei Jasmin. Doch der erste Tumor ist immer noch da.
Er kann nicht herausgeschnitten werden, denn er sitzt an der Luftröhre. Die Ärzte wollen ihn nun sklerosieren. Dabei wird Gift in den Tumor gespritzt. Eine gefährliche Prozedur, die schon einmal vergeblich versucht wurde. Diesmal soll die Dosis erhöht werden. Ja, da muss ich jetzt durch. Werde ich schaffen, klar. Aber es wird echt eine doofe Zeit, weil es halt jetzt auch dann sehr wahrscheinlich wieder mit Koma verbunden ist. Aber diesmal habe ich 5 Tage Zeit, also 4 bis 5 Tage im künstlichen Schlaf es abschwellen zu lassen, bevor sie über den Luftröhrenschnitt nachdenken. Ja, ich hoffe natürlich, dass das in der Zwischenzeit dann wirklich, dass mein Körper das schafft, es abschwellen zu lassen. Aber klar, bei einer Sklerosierung ist ja eine Entzündung gewünscht und aus dem Grund, ja, wird es dann auch natürlich eine geben. Ja, da hoffe ich sehr, dass ich das hinbekomme und ja, werde euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten weiter. Und ja, ihr wisst ja, ich bin nicht aus Zucker. Ich packe das irgendwie, so wie ich alles bisher gepackt habe. Und ja, es kann ja nur gut werden. Tschüss. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then